Bitches! Herzlich willkommen zurück bei Undertale, gespielt von euren Pawn and Point Lords von BHB. Alright! Ja, wir sind hier an diesem Bildschirm und wir sehen, okay, wir haben hier Toriel und wir haben hier Sans und Papyrus. Und ja, was haben wir eigentlich im letzten Part, dem finalen Part des Neutral Pacifist Sons, genau erlebt? Denn was wir damals erlebt haben, ist ein bisschen wichtig für das, was wir jetzt erleben werden. Wir haben uns Flowey gegenübergestellt, wir haben ihm so richtig sauber einen auf den Latz gehauen und haben in gewisser Weise die Monsterwelt gerettet, allerdings sie nicht aus dem Untergrund befreien können. Und das tut uns natürlich unglaublich leid. Aber hey, der Flowey ist am Schluss nochmal dahergekommen, hat gesagt, hey Junge, wie sieht's aus? Besseres Ende, ich hab da eine Idee. Geh doch rüber zu Undyne so quasi und check mal aus, ob du dir nicht ein bisschen helfen kannst, denn die schien in dem Neutral Run Ending ziemlich sauer auf uns gewesen zu sein, dass wir Asgore gekillt haben, was gar nicht unsere Schuld war nebenbei, also es war Flowey, wir wollten ihn gar nicht umbringen, wir wollten ihn ja verschonen. Ganz kurz mal so nebenbei, ihr bemerkt vielleicht die Zahl da oben, 157 Minuten 42 Sekunden, es gab ein kleines Problem bezüglich Undertale, ich musste das ganze Spiel noch einmal komplett durchlaufen und versuchen so viele Sachen gleich zu machen wie es ging, weil ich den finalen Kampf verkackt hatte. Den finalen Kampf gegen Flowey habe ich nicht aufgenommen und das Problem ist, wenn man Flowey dann einmal besiegt und dann realisiert man, dass man nicht aufgenommen hat, dann kann man Flowey nicht wieder besiegen, denn wie wir alle wissen, Flowey erinnert sich an alles in diesem Spiel, was passiert, also haben wir ihn damals getötet. Als ich ihn dann wieder bekämpfen wollte, hat er einfach schnurstracks gesagt, ey Junge, ich kämpfe nicht mehr gegen dich, weil warum soll ich nochmal gegen dich kämpfen? Du bist ein Arschloch, so ungefähr das gesagt. Ist eine lange Geschichte, also müssen wir jetzt nicht unbedingt so lange drauf rumreiten. Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel und wir beginnen von da an den Pacifist Run. Beziehungsweise nicht unbedingt den Pacifist Run, sondern den True Pacifist Run. Wo wir einfach versuchen, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, nee, ich bezeichne es nur als Pacifist Run. Ich glaube, für den True Pacifist Run müsste man sämtliche Sachen in diesem Spiel richtig machen. Ich glaube, mein Mikrofon ist zu nah an meinem Mund. Ich vergewaltige euch gerade moralisch und audiovisuell. Ja, das geil ist. Also für mich, für euch nicht. Mit Wasser unterwegs, nicht Bier und nicht Tee, was traurig ist, aber mein Gott, da muss man durch. Wir starten das Spiel und ja, ihr bemerkt, wir befinden uns direkt am Tor zu Asgore. Flowey hat uns quasi den Spielstand zurückgegeben, den wir einst hatten. Und wir sollten diesen Spielstand weise nutzen, indem wir uns erst einmal von Asgore entfernen. Und ja, erst einmal den ganzen Weg zurückgehen. Was ich sage, ich habe viele Dinge versucht genauso nachzuspielen, wie ich es in dem Let's Play quasi gemacht habe. Es hat aber nicht alles so gut hingehauen, beziehungsweise ich habe Toriel nicht getötet am Anfang, so wie ich es ja euch gezeigt hatte, was passiert, wenn ich jemanden töte in diesem Spiel und dann lade ich das Spiel neu und verschone ihn quasi. Das habe ich gelassen. Da ich glaube, dass es im Pacifist Run keine allzu große Rolle mehr spielt, weil Flowey ist jetzt sowieso auf unserer Seite und ja, ich glaube nicht, dass es noch eine allzu große Rolle spielen wird. Also nicht wirklich. Und ich bin tatsächlich einmal gestorben im Kampf gegen Asgore und damit ist ein kleines Experiment, das ich vorhatte, gescheitert. Ich wollte gern wissen, was passiert, wenn man das Spiel quasi durchspielt, ohne dass man einmal stirbt. Denn wir haben gesehen, in einem Gespräch mit Sans hat dieser ganz offensichtlich gesagt, hey Junge, du bist kein einziges Mal in diesem Spiel gestorben, wie cool ist das denn, ne? Und das kann ich jetzt natürlich nicht mehr von mir aus behaupten, denn ich bin einmal gestorben. Das tut mir sehr leid. Also sollte ich dadurch irgendetwas verkackt haben in dem Spiel, dann tut es mir sehr, sehr leid. So, ich bin gerade am Überlegen, es gibt eine einfache Möglichkeit, glaube ich. Von hier aus weiter. Nee, Moment, wir müssen hier einmal durch. Das war der Kampf mit Medaton. So, genau. Und dieser Aufzug hier funktioniert jetzt und der bringt uns ganz, ganz schnell hierher. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was sagt denn mein Item-Gepäck so alles über mich aus? Wir haben das Schneemannstück immer noch, wir haben das alte Tütü, ich werde das alte Tütü ab diesem Punkt abwerfen, da wir es nicht mehr
nicht mehr brauchen. Du wirfst das alte Tütü auf den Boden, wie das kleine Stück Müll, das es wirklich ist. Es ist schön, dieses Spiel wieder anzugehen und zu übersetzen für euch. Super, ich liebe dieses Spiel. Die verbrannte Pfanne, die haben wir auch zu Boden. Die verbrannte Pfanne ist weggeworfen worden. Okay, dann haben wir jetzt noch einen Spider-Donut, den habe ich nicht benutzt gegen Muffet. Und wir haben den Butterkuchen, den habe ich auch nicht benutzt gegen Muffet, würde ich schon sagen, gegen Ascor. Oh, gegen Ascor. Kurzer Zwischenspeicher. Habe ich mit den Leuten hier mal geredet? Nein, habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Ist okay. Ich glaube, mit denen haben wir damals geredet. Die hier sollten jetzt eigentlich was Neues sagen können. Nee, eigentlich funktioniert er wieder, aber ist doch kein Ding. Dieser Aufzug führt direkt zum Kapitol, aber er hat aufgehört zu funktionieren. Das wird sehr versucht, alle Leute zufriedenzustellen. Das wundert mich gerade, weil die Aufzüge funktionieren ja eigentlich jetzt. Oder funktioniert der nicht? So, der. Okay, der Aufzug wird benutzt. Das wundert mich, um ehrlich zu sein. Aber gut, meinetwegen. Hier brauchen wir ehrlich gesagt nichts. Ich habe auch nicht mit allen Charakteren gesprochen. Also, ich habe das mehr so Speedrun-mäßig durchgemacht. Deswegen habe ich auch die fünffache Geschwindigkeit im Endeffekt. Also, die fünffache Zeit erledigt. What the? Moment. Da wollte ich, glaube ich, nicht unbedingt runter. Ich muss ganz kurz herausfinden, wie ich zum Labor von Alphys komme. Wir erinnern uns vielleicht noch an Papyrus. Wir sollten ja uns bei Undyne treffen. Und ich glaube, wir waren sogar mal bei ihrem Haus, wenn ich alles täuscht. Ich möchte gerne zum linken Aufzug. Erste Stockwerk. So. Schön, schönes Ding. Jetzt bin ich mir ganz unsicher, ob das auch richtig war. Ja, doch, es war richtig. Okay. Mal kurz speichern hier. Danke. Sehr schön. Und dann gehen wir mal rüber. Sorry, dass ich jetzt nicht. What the fuck, wer bist du denn? Sorry, dass ich jetzt nicht direkt anfange, hier alles zu lesen, wie ich es damals gemacht habe im Offline-Run. Aber das ist schon krass, wenn man das Spiel zweimal durchspielen muss, um überhaupt weitermachen zu können. Okay, ich war durstig. Also bin ich von Wasserfall oder vom Sumpfland rübergekommen, um mir einen Drink zu spendieren. Da hat recht, weil es im Sumpfland überhaupt kein Wasser gibt. Was überhaupt nicht richtig ist, aber okay, meinetwegen. Ich merke gerade, sein Haus hat immer noch Schnee drauf. Der gute Sans, er wird es nie lernen. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Moment, bevor wir jetzt nämlich anfangen, hier wie blöd den ganzen Weg zurückzulaufen, gehen wir mal kurz hier runter und reden mit dem Fall näher. Trollalei, ich bin der Flussmann. Oder bin ich die Flussfrau? Ha, es ist doch egal. Ich liebe es, auf meinem Boot zu fahren. Möchtest du dich mir anschließen? Möchtest du dich dem Boot anschließen? Ja, natürlich. Wo wollen wir denn hinfahren? Wir wollen nach Waterfall. Dann geht's los! Ich weiß gar nicht, ich glaube, der tut jetzt irgendwas. Yep. Trollala! Okay, Trollala, was ist ein Spiel, das du mit einem Hund spielen kannst? Nach einem Freund zu fragen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetzt habe. Das ist mein größtes Problem eigentlich allgemein mit der englischen Sprache. Beziehungsweise, komm doch mal wieder vorbei. Tralala. Und die Spiele missbraucht halt auch wirklich die übelsten Sorten. Diese ganze Asphänerie. Ich habe lauter Sachen da drin, die ich eigentlich nicht brauche. Nee, gewöhne ich mich nicht drauf. Da sollte der verrückte Kerl drin sein. Oh, hey, ich habe ja tollen Müll zu verkaufen. Möchte ich was davon? Länger unverwundbar, ich möchte gar nichts davon. Ein Krabbenapfel. Der ist eigentlich gar nicht mehr so blöd. Aber ich hab genug.
Ich habe mehr als genügend, um ehrlich zu sein. Also, nö. Nö. Brauche ich nicht. Wobei, doch. Moment. Wir holen uns den Meerestee. Einmal, zweimal. Und was ich dann machen werde, das wäre etwas, was mich doch ein bisschen interessieren würde. Ich kann euch allerdings nicht sagen, warum es mich interessiert. Das ist gerade schlecht. Statt auf die Kiste zurückzugreifen, haben wir ja die Möglichkeit, auf unsere dimensionale Box zurückzugreifen. Ich nehme den Butterkuchen oder den Buttercreme-Zimtkuchen raus. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Da lang oder da lang? Ich glaube, da lang geht's. Ja, okay. Sehr schön. An dieser Stelle mal kurz speichern. Denn hier finden wir Andeins Haus. Und ich gehe mal davon aus. Oh Mann, das ist jetzt natürlich blöd. Ich will euch unbedingt. Ich will euch gerne noch was anderes zeigen, aber. Verdammt! Verdammt! Wie zeige ich euch das? Das zeige ich euch nachher. Das zeige ich euch nachher. Das ist Undyne, die gerade versucht, sich abzureagieren an einem Klavier. Und was ganz cool ist, hört mal der Melodie zu. Vielleicht kriegt ihr heraus, wessen Theme diese Melodie nachspielt. Vielleicht findet ihr es noch raus. Okay, bevor wir es mit Papyrus hier unterhalten, den ich unglaublich gerne synchronisiere. Was? Es ist unglaublich! Okay, das war interessant. Hallo Papyrus, wie geht's dir? Oho! Das Menschlein ist erschienen! Bist du bereit, ein bisschen mit Undyne abzuhängen? Ich habe einen Plan ausgeklügelt, mit dem ich euch beide zu wunderbaren Freunden schmieden werde. Möchtest du mit Papyrus und Undyne abhängen? Natürlich wollen wir das, bist du nicht verrückt. Okay, stehe hinter mir. Psst. Sieh zu, dass du ihr das da geben wirst. Sie liebt diese Dinge. Ein goldener Knochen. Hi, Papyrus! Bist du bereit für unser nächstes Mann-gegen-Mann-Training? Und wie ich bereit bin! Und ich habe einen Freund mitgebracht! Hi! Ich glaube nicht, dass wir uns schon... Warum kommt ihr zwei... nicht einfach rein. Die Art und Weise, wie Papyrus sich freut. Es ist einfach zu genial. Wir könnten ein echt extrem krasses Problem haben, wenn wir da reingehen. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir wollen ja unbedingt das richtige, das schöne Ende kriegen. Und da müssen wir schon mal ein bisschen opfern gehen hier. Also, mein Gott, bringen wir es hinter uns rein da. Hallo. Hier, bitte, Undyne. Mein Freund hat dir ein Geschenk mitgebracht, ganz von sich allein. Danke. Ich tue ihn zu den anderen. Ja. Alles klar. Also, sind wir bereit anzufangen? Upsi. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ich muss noch mal kurz auf die Toilette. Ihr beide habt dabei schön viel Spaß. Ja! Also, warum bist du hier? Um dir deinen blöden Sieg in mein Gesicht zu reiben, um mich noch weiter zu demütigen. Ist es das,
Nein, eigentlich nicht. Warum bist du dann hier? Warte, ich verstehe es. Du glaubst, dass ich mit dir befreundet sein will, oder? Oder? Ja. Wirklich? Wie köstlich. Ich nehme es gern. Ich nehme deine Freundschaft gerne an. Lass uns alle glücklich im Feld der absoluten Freundschaft Liedchen trällern. Nicht! Warum sollte ich überhaupt mit jemandem wie dir befreundet sein wollen? Wenn du nicht gerade mein Hausgast wärst, hätte ich dich schon längst zusammengeschlagen. Hier und jetzt! Du bist der Feind von all unseren Träumen und Hoffnungen. Ich werde niemals dein Freund sein. Und jetzt geh aus meinem Haus. Verdammt, was für eine Schande. Ich dachte, Andein würde tatsächlich mit dir befreundet sein wollen. Aber ich glaube, ich habe sie wohl überschätzt. Sie ist noch nicht bereit für diese Herausforderung. Herausforderung? Was? Papyrus, warte eine Sekunde! Verdammt! Er glaubt, ich kann nicht mit dir befreundet sein? Was für ein Witz! Ich kann mich mit jenem befreunden, auch mit so einem jämmerlichen Verlierer wie dich. Ich zeig's ihm! Hör zu, Menschlein. Wir werden nicht einfach nur Freunde sein. Wir werden Besties! Ich werde dafür sorgen, dass du mich so sehr magst, dass du gar nicht daran dazu kommen wirst, an jemand anderen zu denken. Das ist die perfekte Rache. Warum nimmst du nicht einfach Platz? Ich habe Angst. Ich habe viel Angst. Es ist so schön, dich hier zu haben. Warum nimmst du nicht einfach Platz auf dem Tisch da drüben? Ich kann nicht glauben, dass er es überhaupt gewagt hat, aus diesem Fenster zu springen. Normalerweise schafft er die Landung sonst immer. Also er tut das öfters, ehrlich? Ja, Papyrus, das ist klar. Was? Einmal ist Alphys ein Freund? Naja, hier rübergekommen. Nee, okay, einmal ist Alphys, ich meine, irgendein Freund hierher gekommen. Und alles, was er getan hat, war einfach neben dem Piano zu liegen und sich mit Pflaumen zu befüttern. Ich habe diesen Kerl nicht wirklich gemocht. Aber ich liebe seinen Lebensstil. Du willst mein Zimmer sehen? Tja, Pech! Keine Nerds erlaubt! Nun, vielleicht ein paar Nerds. Alright. Natürlich ist das eine Anspielung auf eine gewisse Beziehung, die hier im Geheimen anscheinend zu laufen scheint. In der Spüle ist eine Tasse in der Form eines Fisches drin. Na schön. Dieser Ofen ist einer der Top-Marken, der Top-Melatom-Markenprodukte. Aber, weißt du, so sehr auch die technologischen Erweiterungen schick sein wollen, nichts geht über ein gutes, heimatlich gekochtes Essen mit Feuermagie. Okay. Das ist ein Silberbesteckkasten. Er hat Gabeln, Löffel, Messer, kleine Schwerter, Äxte, Speere, Nunchucks. Holy shit, wo sind wir denn hingekommen? Ich hasse kaltes Essen.
Also hat Elvis angefangen, meinen Kühlschrank umzubauen und jetzt heizt er. Und jetzt heizt er das Essen quasi auf. Heischrank. Der Hit der kommenden Generation, alles klar. Okay. Menschen sind kacke, aber ihre Historie, tja, die ist irgendwie cool. Nur mal als Beispiel, dieses riesige Schwert. Normalerweise haben Menschen Schwerter geführt, die 10-mal so groß wie sie selbst gewesen sind. Richtig? Ja, klar, natürlich. Ich hab's gewusst. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, wollte ich sofort eines haben. Also haben Alphys und ich uns gemeinsam ein riesiges Schwert gebaut. Sie hat die ganzen Schemen für ganz alleine herausgefunden. Sie ist ziemlich klug, was? Okay, wir sind hier drin fertig. Ah nein, danke. Wir setzen uns einmal kurz hin. Möchtest du dich hinsetzen und diese Form von freundschaftlichen Treffen einen Fortlauf gewähren? Natürlich wollen wir das. Nur kurz einen Moment. Ich bin bereit dafür. Schön, nicht wahr? Ich besorg dir was zum Trinken. Alles da. Was hättest du denn gerne? Okay, du müsstest es wohl oder übel auswählen. Hey! Wag es hier nicht aufzustehen. Du bist der Gast. Also setz dich hin oder hab Spaß. Warum? Warum zeigst du mir nicht einfach, was du gerne haben willst? Du kannst diesen tollen Schwert da drüben benutzen. Ja. Yep. Na klar. Also wir haben eine sehr große Auswahl hier drüben. Wir können nebenbei auch an deinen auswählen. Willst du etwa mit mir flirten? Okay, nein, sie hat keinen Bock drauf, dass wir mit dir flirten. Was mit dem Schwert? Glaub mir, ich würde dir sehr gerne ein Schwert zur Verfügung stellen. Wenn du nicht mein unglaublich lieber Hausgast wärst. Kühlschrank. Der Kühlschrank? Du willst den kompletten Kühlschrank? Nein! Ich kann damit leben. Was haben wir denn hier so alle? Wir haben Zucker, den man in den Tee schütten kann. Wir haben eine Soda mit einer gelben Flüssigkeit. Wir haben heiße Schokolade. Oh, cool. Und wir haben ein Teebox-Set. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wie wär's mit heißer Schokolade? Das hört sich gut an. Oh, du willst also etwas heiße Schokolade? Warte. Ich erinnere mich gerade. Dieser Container ist eigentlich... diese Dose ist eigentlich komplett leer. Ich habe aufgehört, sie nachzufilmen, denn sie war ein bisschen... Oh, shit. Okay, gut. Das ist doch auch der Zeit, wo sie mit Esco abgehangen ist. Deshalb ist sie auch ziemlich sauer auf uns gewesen, weil wir Esco nebenbei getötet haben. Also nicht gerne, aber egal. Esco hat... ich habe aufgehört, sie zu kaufen, da sie ein kleines Problem darstellten. Esco hat unter anderem ständig Probleme gehabt, dass... mit Schokolade eingemantelte Marshmallows in seinem Bart hängen geblieben sind. Okay, also kriegen wir nicht. Und mit Zucker. Das ist Zucker für den Tee. Ich werde dir keine Tasse voll Zucker anbieten. Wie sehe ich denn bitte so aus? Wie die Eiscreme-Frau? Okay. Tun menschliche Eiscreme-Frauen die Menschheit terrorisieren mit Energielanzen? Sind ihre Eiscreme-Lieder eine Symphonie der totalen Zerstörung? Ist es das?
Ja. Was? Wirklich? Das ist cool! Man merkt, sie hat so einen gewissen Fetisch dafür, Dinge zu zerstören. Was man vielleicht daran erkennt, dass die Sache mit dem Fenster sie überhaupt nicht interessiert und sie hat ihren eigenen Tisch gerade vernichtet. Ah, okay. Ist egal. Ist nicht schlimm. Oh. Du willst Soda? Um ehrlich zu sein, auch wenn du... Okay, gut. Auch wenn du darauf zeigst, du scheinst dich glücklich mit deiner Entscheidung zu sein. Das ist okay. Ich finde Soda auch schrecklich. Das macht dir die Zähne kaputt. Es macht dir das Gehirn kaputt. Es macht dir deinen Kampfgeist kaputt. Hä? Warum ich sie trotzdem habe? Okay. Sie versucht ja cool vorzukommen, aber... Aha! Miss Undyne? Sie lieben Soda. Okay. Also uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen wohl oder übel zu Teebox greifen. Tee? Was? Okay, kommt sofort. Dauert ein bisschen, bis das Wasser angeheizt ist. Okay. Ich hab Zeit. Okay. Okay, es ist jetzt heiß. Hier, bitteschön. Vorsichtig, es ist sehr heiß. Es ist nicht so heiß! Jetzt trink doch endlich! Du nippst ein bisschen von der Tasse. Das brennt dir auf der Zunge. Aber mal abgesehen davon, ist ein ziemlich guter Tee da drin. Das ist ziemlich gut, oder? Einfach. Okay. Nichts geht über das Beste für meinen absoluten tollen Freund. Hey. Weißt du, es ist merkwürdig, dass du ausgerechnet diesen Tee gewählt hast. Ich habe alles andere versucht zu nehmen an dein, wo man nebenbei, aber du willst ja nicht, dass ich deine geliebte Soda trinke. Oh shit. Der goldene Blumentee. Das ist Asgores allerliebste Sorte. Um ehrlich zu sein, jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, erinnerst du mich ein bisschen an ihn? Ihr seid beide absolute Schlappschwänze. Irgendwie. Hm. Weißt du, ich war ein ziemlich krasses Kind damals. Einmal, als ich versucht hatte, zu beweisen, dass ich der Stärkste überhaupt bin, habe ich versucht, gegen Asgore zu kämpfen. Die Bedeutung, oder... ich habe es wirklich versucht. Ich konnte ihn kein einziges Mal treffen. Und um ehrlich zu sein, die ganze Zeit hat er sich dazu entschieden, nicht zurückzuschlagen. Ich war so gedemütigt. Allerdings hat er sich danach entschuldigt und etwas Merkwürdiges gesagt. Tut mir leid. Möchtest du erfahren, wie du mich schlagen kannst? Ich sagte ja. Und dann hat er angefangen, mich zu trainieren. Eines Tages, während des Trainings, habe ich ihn tatsächlich niederschlagen können. Ich habe mich schlecht gefühlt. Aber er war absolut begeistert. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stolz drauf war, dass man ihm in die Fresse getreten hat. Egal. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Er hat weiterhin mit mir trainiert. Und jetzt bin ich der Anführer
die Anführerin der Royalen Garde. Tja, jetzt bin ich also diejenige, die Schlappschwänze trainieren darf, nicht wahr? Wie zum Beispiel, Papyrus. Aber, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob... Naja, ich weiß nicht, ob Papyrus es jemals in die royale Garde schaffen wird. Sag ihm das bloß nicht. Er ist einfach... Naja, ich meine, es ist nicht so, als wäre er schwach. Er ist, ehrlich gesagt, ziemlich tough. Es ist einfach nur, dass er ist... Er ist zu unschuldig und zu nett. Ich meine, schau. Er war eigentlich damit beauftragt worden, dich zu fangen. Und schließlich hat alles damit aufgehört, dass ihr beide Freunde geworden seid. Ich könnte ihn niemals in einen Kampf schicken. Er würde sofort in kleine Stücke geschnitten werden. Und deshalb ist das der Grund, warum ich ihm stattdessen angefangen habe, Kochen beizubringen, weißt du? Also, vielleicht kann er dadurch ja etwas anderes mit seinem Leben anfangen. Oh, Entschuldigung, ich habe so lange geredet. Du bist ja schon... Dein Tee ist ja schon leer. Ich hol dir noch einen. Warte mal eine Sekunde. Papyrus, seine Kochstunden. Er hätte seine Kochstunden genau jetzt haben sollen. Und wenn er sie nicht haben kann, musst du sie statt seiner annehmen. What the fuck? Oh shit! Das stimmt! Nichts hat mich und Papyrus näher zusammengebracht als das Kochen. Das heißt, wenn ich dir seine Kochstunden gebe, dann werden wir noch engere Freunde, als du es dir jemals vorstellen kannst. Hast du Angst? Wir werden die besten Freunde. Holy shit. Lass uns damit anfangen, die Soße herzurichten. Stell dir vor, dieses Gemüse ist dein ärgster Feind überhaupt. Jetzt fang an, ihn mit deinen Fäusten niederzuschlagen. Wie möchtest du draufhauen? Du schlägst hart drauf oder du schlägst weich drauf? Wir probieren mal, weich drauf zu hauen. Du tappst das Gemüse mal ein bisschen an, weil du nicht so recht weißt, ob du das wirklich kannst und einfach übelst drauf einschlagen kannst. Oh mein Gott, hör auf, den Feind zu streicheln! Ich zeig dir, wie das gemacht wird! Wir sollten das alles in eine Schüssel tun oder so. Später. Aber jetzt! Jetzt wird es Zeit für die Nudeln! Hausgemachte Nudeln sind die besten! Aber ich hab stattdessen nur Fertignudeln besorgt. Sie sind die billigsten. Tu sie einfach nur in den Topf hinein. Okay, wie willst du sie in den Topf tun? Vorsichtig oder mit Gewalt? Wir wollen sie mit Gewalt reintun. Let's go. Du schmeißt alles in den Topf, was du kriegen kannst. Sogar die Schachtel. Es klopft auf den Boden hinein. Ja! Das ist es! Genau das muss es sein! Okay, jetzt ist es Zeit, die Pasta umzuwenden. Als eine generelle Regel gilt, je mehr du rührst, desto besser wird sie! Bist du bereit? Lass es uns tun! Drücke Z, um zu rühren. Okay. Schneller! 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 Lass es mich tun!
Oh! Oh mein Gott! Das ist es! Okay, und jetzt kommt der finale Schritt. Du musst die Hitze einschalten. Lass zu, dass der Ofen deine Hingabe darstellt. Lass deine Hoffnungen und Träume innerhalb des Feuers sich realisieren. Bist du bereit? Lass nicht zu, dass du hier Schwäche zeigst. Es geht um alles oder nichts. Halte rechts, um aufzudrehen. Okay? Nee? Wir haben Feuer. Wir haben noch nicht genug. Heißer! Okay, nein! Heißer! Verdammt nochmal! Lass mich es tun! Siehst du, so musst du... Kein Wunder, dass Papyrus beim Kochen so schlecht ist. Also, was tun wir jetzt? Gemeinsam Tagebücher schreiben? Freundschaftsperlen machen? Verdammt. Wem mache ich hier eigentlich etwas vor? Ich habe das absolut vermasselt, nicht wahr? Ich kann dich nicht dazu bringen, mich zu mögen, Menschlein. Einige Leute kommen einfach nicht miteinander aus. Ich verstehe es, wenn du dich schrecklich fühlst. Und wenn wir nicht beste Freunde sein können, dann ist es in Ordnung. Denn wenn wir nicht Freunde sein können, heißt das, dass ich dich immer noch vernichten kann. Oh mein Gott! Ich wurde besiegt. Mein Haus steht in Flammen. Ich bin daran gescheitert, mich mit dir zu befreunden. Das ist es. Mich interessiert nicht mehr, ob du mein Gast bist. Ein letztes Rückmatch. Jetzt oder nie. Jetzt muss es entschieden werden. Das ist der einzige Weg, wie ich meinen verlorenen Stolz wiedererlangen kann. Komm! Schlag mich mit allem, was du hast! Ja! Ist es so ernst? Ich kann sie angreifen? Oh mein Gott! Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und dahin lässt zu, dass du den ersten Schlag machst. Wir können sie verschonen. Ah, okay, sehe ich schon. Ich probiere erst mal, was wir hier tun können. Zeig mir, was du hast! Kann ich dich weiterhin verschonen? Tu mir dein Schlimmstes an! Was ist los? Hast du Angst? Was zur Hölle ist los mit dir? Okay. Wir machen eine Finte. Wir greifen sie nicht wirklich direkt an. Einen Fallschlag. Du tust so, als würdest du gegeneinander mit all deiner Kraft schwingen. Und? Es ist ein... Okay. Was? Das ist das Beste, was du tun kannst? Selbst wenn du mit voller Macht angreifst? Du kannst es einfach nicht tun, oder? Mich zu verletzen. Weißt du was? Ich möchte dich eigentlich auch nicht verletzen. Zuerst habe ich deinen blöden Arsch übelst gehasst. Aber die Art und Weise, wie du mich gerade geschlagen hast, sie erinnert mich an jemanden, mit dem ich früher mal trainiert habe. Jetzt weiß ich, dass du nicht einfach nur irgendein Verlierer bist. Du bist ein richtig großer Verlierer mit einem großen Herzen. Genauso wie er. Hör zu, Menschlein. Es sieht so aus, als müssten Asuka und du gegeneinander kämpfen, komme was wolle. Aber so wie ich ihn kenne, wird er nicht wollen.
Rede mit ihm. Ich bin mir sicher, du kannst ihn dazu bringen, dass er dich nach Hause lässt. Vielleicht wird eines Tages irgendein böser Mensch hier runterfallen. Und dann werde ich stattdessen seine Seele holen. Macht Sinn, nicht wahr? Oh, und wenn du Ascot dennoch verletzen solltest, werde ich die menschlichen Seelen nehmen, über die Barriere hinausgleiten und aus dir die brutale Hölle schlagen. Dafür sind Freunde doch da, oder? Okay, wie wäre es, wenn wir jetzt endlich aus diesem abbrennenden Haus fliehen würden? Gute Idee. Das Haus weint unter Flammen. Das war lustig, nicht wahr? Wir müssen unbedingt mal wieder miteinander abhängen. Aber vielleicht irgendwo anders da. In der Zwischenzeit nehme ich an, ich sollte wohl oder übel mit Papyrus abhängen. Also, hey, wenn du was von mir brauchst, schau doch mal Snowden vorbei, okay? Oh, und wenn du jemals Hilfe brauchst, dann ruf einfach Papyrus an, okay? Da wir uns ja jetzt eh an derselben Stelle aufhalten, werde ich jederzeit in der Lage sein, mitreden zu können. Tja, bis später, Punk! Oh, warte. Das kommt jetzt ziemlich plötzlich, aber kannst du für mich vielleicht etwas abliefern? Papyrus hat gemeint, dass ich dich fragen sollte. Aber er hat mich damals gefragt, dass ich ihn doch richtig gehasst habe, also. Egal. Ja, bitte, nimm das. Wir haben einen Brief von Undyne bekommen. Tja, worauf wartest du noch? Los, liefer ihn aus! Hä? Er muss zu Dr. Alphys gebracht werden. Okay, ciao! Hell was risen today, and many have fought for honor. Ich hab keine Ahnung, es ist jetzt das Haus von Feuer. Sieht so aus, als würde nur noch Feuer hier leben. Das tut mir so leid. What? Das ist Sensation. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Okay. Ich werde jetzt ab dieser Stelle anfangen zu speichern. Und im nächsten Part werden wir vielleicht einen kurzen Abstecher nach Snowden machen, weil es was gibt, was ich euch unbedingt zeigen muss. Einfach nur, weil es absolut geil ist. Und ja, auch werden wir uns dann mit dem Brief von Undyne zu Dr. Alphys begeben, da wir ihr diesen Brief natürlich überstellen müssen. Man könnte meinen, jetzt wäre unser tolles Ende endlich bereit, aber nein, ist es noch nicht. Was gesagt, wir haben uns zwar jetzt mit Undyne befreundet, aber es gibt noch jemanden, mit dem sind wir nicht so toll befreundet. Könnt ihr es euch vielleicht vorstellen, wer? Nächsten Part gehen wir zu ihr hin. Hat noch viel Spaß auf YouTube, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Pornoboy Lutz verabschiedet sich mit folgenden Worten. Bye, bitches!